Hey Kinders, was geht bei euch ab? In letzter Zeit fahre ich ab und an mal mit dem Zug und habe einfach so Wartezeiten. Und da habe ich begonnen, wieder ein bisschen am Handy rumzuspielen. Und dabei dachte ich mir, warte mal, da könnt ihr ja mitspielen. Na, es gibt ja Gilden, Kläne und was weiß ich alles. Und um unseren Fortschritt so ein bisschen zu dokumentieren oder zu zeigen, zeige ich euch einfach mal ein paar mobile Spiele, die ich spiele. Mobile Games, voll im Kommen und so, weißt? Die Jugend, die spielen das die ganze Zeit. Hier behandelt es sich um The Walking Dead No Man's Land. Das spiele ich schon seit einem halben Jahr oder sowas, wobei ich jetzt vor kurzem einen neuen Account machen musste, damit ich das hier richtig verbinden konnte mit dem PC und hin und her, lirum larum. Pang! Ich schön die Beiße abziehen. Ich weiß nicht, ob ihr The Walking Dead gesehen habt. Ich war oder bin riesen Walking Dead Fan, nur ist ja gerade nichts Neues am Start, was man sich anschauen könnte. Und in diesem Spiel seid ihr eben Überlebende und baut ein Camp auf und so weiter und so fort. Drei Kämpfer aus, bla bla bla. Man kann eine Gilde erstellen, die habe ich auch erstellt. Wir sind die Dumbabla. Lange Zeit waren nur Babawell und ich drin, jetzt hat sich aber noch Miner's Win dazu gesellt. Ich glaube, es weiß halt einfach so gut wie keiner, dass dieses Spiel hier bespielt wird von uns. Und wer mitmachen will, kann gerne mit reinkommen. Ich glaube, es gibt keine Grenze, also doch 20, aber naja, es sind noch 17 Plätze frei. Ich zeige euch mal geschwind, was man in dem Spiel halt so machen kann. Die Hauptaufgabe sind die Kapitel, die man durchspielt, ja. Man spielt immer von links nach rechts alles durch. Zum Beispiel ist das hier jetzt gerade die aktuelle Mission, die ansteht. Ich bin zwar nur Level 6, muss Level 7 sein, aber es ist wirklich perfekt für zwischendurch das Spiel. Das ist sehr, sehr nice. Die Kämpfe sind so rundenbasiert, das heißt, es passiert nichts. Ihr könnt dann kurz euer Ticket dem Schaffner zeigen oder so und müsst nicht die ganze Zeit am Start sein, ja. Wenn ihr dann soweit seid, wählt ihr einen Charakter aus, mit dem ihr jetzt halt angreifen wollt. Ich nehme die Katie, ich lasse sie hier hinlaufen, ne? Kurze Strecken kann man laufen, da steht dann schnell. Aber wenn ich jetzt hier hingehen wollen würde, dann wird's blau. Das heißt, dann habe ich keine Attack Points mehr. Ich gehe aber hier hin und schieße, weil sie ein Gewehr hat, durch die beiden durch. Bam! Kriegt dann da direkt ein bisschen Ehre, oder wie es hier heißt. Und fistel ihn da unten jetzt auch hier mit Lilly. Pang! Weitere, oh, da hinten ist jemand, der macht Daryl direkt. Okay, das reicht nicht. Also auch wenn ich jetzt hier drauf ziehe, kann Daryl diesen Knilch nicht töten, weil er bis hierhin halt alle seine Attack Points verbraucht. Ich lasse ihn mal ganz vorlaufen, so weit wie es geht. So, die Beißer sind dran, die können nichts machen, weil sie nicht wissen, wo wir sind. Und jetzt lasse ich Daryl hier öffnen. Oh shit, geht das direkt auf. Shit, das war nicht geplant. Und jetzt zerfiste ich die zwei. Oh komm. Naja, kann ich hier durchschießen? Nee, kann ich nicht. Dann stelle ich die Alte jetzt einfach hier ab. Die kommen jetzt halt dran, er auch, die haben uns gehört. Aber keiner ist in Schlagreichweite, sehr gut. Katie killt die beiden. Zack! Daryl bleibt am besten hier draußen und Lilly hilft mit Truhen öffnen. Dann öffne ich schon mal die erste. Unsere Aufgabe ist ja, dass wir alle Vorräte sammeln sollen. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn das hier ist ein fetter Beißer. Der stunt die Lilly jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt echt auf den drauf und den zum Fall bringen. So schnell wie möglich. Oh shit. Er hat noch eine Runde auf ein neues. Katie macht das jetzt. Zack. Und Daryl kann den da unten noch natzen. Ich habe Daryl einen Bogen in die Hand gegeben. Es gibt ganz viele verschiedene Waffen, die man leveln kann und so weiter und so fort. Und der Bogen ist halt lautlos. Das ist schon mal eine coole Sache. Lilly holt jetzt hier den Jumble. Katie kommt schon mal raus. Wir müssen jetzt dann an die Kisten ran. Jetzt ist dieser Timer abgelaufen. Sobald der abläuft, kommt eine ganze Horde. Jetzt muss man halt gucken, wie man die am besten natzt. Also ich habe jetzt hier einen winzigen Nachteil, den ich aber ausgleiche, indem ich klug spiele. Ich zerfiste die alle. Dann zerfiste ich die zwei. Die Lilly killt den. Und theoretisch können die nicht nah genug rankommen. Doch, können sie. Eigentlich können die so über Kreuz schon schlagen hier über die Distanz, aber dann doch nicht. Daryl macht das. Zack. Katie macht hier schon mal auf. Ah, da ist wahrscheinlich wieder einer, ja. Egal. Lilly kann das machen. Also ihr seht schon, das Spiel ist wirklich perfekt für zwischendurch. Was macht denn... Ah, ich wollte gerade sagen, geht jetzt da runter. Weil man einfach jetzt weggehen kann. Und man aber dann nicht irgendwie verliert oder so. Es gibt noch Ultra-Attacken, die man dann freischaltet. Kritische Angriffe und ein kostenloser Angriff. Kostenloser Angriff heißt einfach, dass sie zweimal schießen kann. Daryl wird jetzt einfach mal hier hinrücken. Hier metzeln. Lilly geht schon mal rein. Katie macht das auf. Oh no! Das war vorherzusehen, aber Lilly hat ja den Doppelangriff! Bam! Oh, das war ein Critical. Und da ist er down. Daryl kommt jetzt hier nicht an die Kiste dran, da ist nicht genug Platz. Das heißt, ich stelle ihn schon mal hier hinten in den Zielbereich. Oh shit. Lass die Lilly schon mal die Kiste öffnen. Katie killt den Zombie. Ich meine Beißer. Gut gemacht, Jungs! Das sind doch Mädchen. Ziel aktualisiert. Jetzt müssen wir uns zum Ausgang begeben. Ich beende jetzt hier die Runde, weil Daryl nicht viel machen kann. Der soll da einfach nur abwarten. Es gibt noch so eine Hab-8-Stellung. Also wenn ich jetzt jemanden so laufen lasse, dann hat sie ja noch die Hälfte ihrer Aktionspunkte und kann somit, wenn jetzt ein Zombie, ein Beißer meine ich, kommen würde, schießt sie automatisch auf den. Naja, aber wir haben jetzt eh easy gewonnen. Zack!
Yay! Angeschlagen. Alles klar, die kommen dann ins Sanitätszelt. Okay. Jetzt kann man hier am Schluss noch Kisten öffnen. Yay! Ihr seht hier, es gibt Nahrung und XP. Das hier drüben ist erst später wichtig. Und dann kann man sich noch, und das würde ich euch empfehlen, einfach immer ein Video anschauen, einfach lautlos durchlaufen lassen und dann könnt ihr nochmal drei öffnen. Ich habe es eben angeschaut und jetzt kann ich hier zack und zack und zack. Komm schon! Ah, ich habe die goldene Truhe nicht bekommen, schade. Man könnte jetzt nochmal 25 weitere kaufen. Das ist diese Währung, ne, die man auch hinzufügen kann, aber das... In dem Spiel ist es wirklich so krass. Guck mal, ich habe 637, man bekommt die ganze Zeit Gold. Du musst es nie kaufen. Du bekommst es einfach die ganze Zeit vom Spiel her. Jetzt könnte ich hier direkt weitermachen, aber... die Lili ist noch im OP-Saal, beziehungsweise halt angeschlagen. Ich gehe mal kurz zurück ins Lager. Hier ist mein Sanitätszelt. Ich habe übrigens noch nicht sortiert. Da ich erst vor ein paar Tagen wieder angefangen habe und einen neuen Account gemacht habe, habe ich hier meine Basis. Normalerweise habe ich natürlich alle Farmen beieinander und habe halt alles so schön geordnet. Hier kann man ins Zelt reinschauen. Da sieht man, die zwei werden gerade geheilt. Ich könnte sie auch direkt jetzt beschleunigen, aber ich habe ja nur so wenig Gold. Wenn ihr hier auf Überlebende geht, seht ihr eure ganzen Überlebenden. Und dann seht ihr hier zum Beispiel beim Glenn, dass ich hier etwas zum Anziehen habe, das besser ist als ein altes. 42, 49, zack, verbessert. Hier, Tony bekommt einen neuen Revolver. Zack, man bekommt da ständig neue Sachen. Hier, Ihmchen hat auch eine neue Rüstung. Und dann kannst du, oder könnt ihr, hier in der Werkstatt auch einfach alles noch verbessern. Na, hier seht ihr generell die Übersicht, speziell jetzt bei den Pistolen-Leuten. Und jetzt könnte ich die Pistole verbessern, wenn nicht gerade schon eine Verbesserung laufen würde. Diese Zeichen zeigen euch an, dass es da halt was zu verbessern gibt. Daryl hat ein richtig krasses Teil. Und auch klamottenmäßig steht er, glaube ich, ziemlich gut da. Ja, das ist halt mein stärkster Charakter im Moment. Aber Katie ist auch ziemlich krass unterwegs. Die Schläger spiele ich fast gar nicht. Also ich habe die Leute so gut wie gar nicht mit meinem Team, weil ich grundsätzlich gerne Leute habe, die über die Range schießen können. Die Schlägerleute sind natürlich meistens stärker als die anderen. Ich muss die Sachen endlich mal alle zerlegen. Also man kann dann hier einfach draufgehen, zerlegen, okay. Zack, und dann bekommst du es auf deine XP drauf. Und manchmal kommen dann hier halt Beißer ran, die machen euch nichts. Die werden halt so angezeigt, dann drückst du drauf, mit dem Finger halt auf dem Handy. Und schon sind sie tot. Aber das Spiel erklärt es euch eigentlich auch von selbst ziemlich gut. Also immer wenn was Neues kommt, erklärt das Spiel kurz, was los ist. Das Spiel ist extrem vielfältig. Man baut sein Lager, man kann später... ein Lager, so Stützpunkt bauen, den andere Spieler angreifen können und so weiter. Ist auch ziemlich cool gemacht, wo du richtig das Layout des Stützpunktes einstellen kannst. Da kannst du dir eigene Beißer holen und sowas. Das habe ich hier noch nicht, weil ich den Spielstand halt neu anfangen musste, aber im alten habe ich es gehabt. Und wenn ihr hier auf Mission geht, ist Kapitelgeschichte nur das Kleinste. Man kann ja einfach sammeln gehen, also EP-Vorräte oder Ausrüstung sammeln. Dann geht man einfach mit seinem Team, ich würde jetzt hier dann andere dazu nehmen, die halt gerade nicht geheilt werden, los und sammelt. Kram. Das hier ist erst ab Level 12 freigeschaltet, da kommen wir dann jetzt bald hin. Und diese Herausforderungen sind sehr wichtig für die Allianz, die Gilde meine ich. Hier bei der Gilde kann man sehen, dass hier bei der ganz neuen Herausforderung ich im Moment der größte oder weiteste bin. Ich habe 3 Sternchen. Bei der letzten Herausforderung hatte Baba Will 100 oder 200 Sterne oder sowas. Meiners Will hatte 0. Ja, meiners, du hast richtig gehört. Und ich hatte aber leider auch 0, weil ich auf dem alten Account, auf dem alten Handy lange nicht online war. Man spielt dann nämlich einfach diese Missionen hier durch und bekommt Sternchen. Und das mache ich jetzt mal. Ich will hier auf jeden Fall noch ein paar Sterne holen. Und dazu nehme ich jetzt Jeffrey mit. Und Robert! Damit der Devil am Schluss sagen kann, gut gemacht, Jungs. Weißt? Und sich die Mädchen nicht ungefähr so fühlen. Die Missionen sind eigentlich ziemlich nice gemacht. Ich suche allen Scheiß, bla bla bla. Die Granatenleute sind cool, weil die explodieren, wenn man sie trifft. Ich spiele das Spiel übrigens auf schnell. Man kann es auch auf langsam stellen. Da ist es halt dann so zeitlupenmäßig, aber... Also ich will ja nicht einschlafen. Ja, auf die Gefahr hin, dass jetzt hier welche close sind. Fuck, gehe ich da hin. Granatenmensch, there, du, there. Und zack, die erste Kiste ist geöffnet. Noch 3 Runden, bis die riesige Zombie-Horde kommt. Ich versuche mich so ein bisschen zu beeilen. Shit, jetzt ist ein Granatenmensch ultra close und da hinten ist einer, der stunt. Ja, das ist jetzt echt saublöd. Der stunt mich dann next round. Vielleicht, jawohl, habe ich hier wenigstens den anderen noch gekillt. Und den Stunner hole ich jetzt zuerst weg. Auch wenn er jetzt kommt. Raus aus dem Granatendamage. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das war keine gute Idee. Da ist er. Runde beenden. Bin ich jetzt im Granatendamage still? Nein, außerhalb. Perfekt. Die letzte Kiste holen. Tja, und jetzt kommen gleich die Zombie-Horden. Aber das müsste ich noch schaffen, schnell hochzugehen. Ja, das schaffe ich. So. Und zack. Und schon ist es geschafft. Ich habe jetzt leider keine 3 Sterne bekommen, weil Daryl angeschlagen wurde. Ich hätte etwas klüger spielen sollen, aber ich bin gerade so aufgeregt, weil ihr zuguckt. Jawohl, ein schönes Rüstungsteil. Ja gut, ich sag mal so, würde ich auch Werbung machen, ne? Okay, jetzt nehme ich die, komm, irgendwas davon. 1, naja, immerhin 1. Und siehe da, ich habe 5 Sternchen, beim 6. Stern gibt es dann schon die Kiste und so weiter und so fort. Immer wenn man alle geschafft hat, gibt es eine neue Kiste und dann fängt es wieder von vorne an mit anderen Missionen. Also man kann hier unglaublich viel machen. 2 wichtige Dinge, die noch zu nennen sind, wären auf jeden Fall hier oben
das Benzin. Das ist hier drin, in diesem Missionsfahrzeug. Wenn man das auflevelt, kann man mehr Benzin bekommen. Man bekommt alle 5 oder 10 Minuten ein Benzin von alleine und findet aber auch manchmal hier welche, wenn man die Viecher abschießt. Oh, ich habe einen Auftrag geschafft, sehr gut. Schaut mal, was man da an Gold bekommt, schon wieder 10. Und was auch noch cool ist bei den Missionen, sind hier drüben die Spezialmissionen, und zwar die Staffelmissionen. Die ist jetzt bald da und hier ist jetzt zum Beispiel noch die Mission mit dem Governor. Da habe ich schon einiges gemacht, wie man sehen konnte. Ich habe ihn schon fast freigeschaltet. Wenn man alle Karten hat, kann man ihn freischalten, dann hat man ihn als Spielfigur. Und das Coole hierbei ist, alle Sachen kosten Benzin, wenn du losfährst und eine Mission machst. Das hier ist das, was immer nur ein Benzin kostet pro Mission, und wenn du diese Sachen hier vorne spielst, also diese zwei kleinen, dann nutzt du immer Charaktere, die dir vorgegeben werden, die nicht von dir sind. Das heißt, wenn du halb tot durchkommst durch die Mission, musst du nicht warten, bis die geheilt sind. Und es kostet auch nur ein Ding. Und dann kannst du direkt die nächste, etwas schwerere Mission machen. Das ist dasselbe, nur schwerer. Und erst dieser dritte Versuch ist der Versuch mit deinen eigenen Leuten. Das heißt, wenn alle deine Leute im Krankenhaus sind und du nur noch 2 Benzindinger hast, mach einfach noch 2 Spezialmissionen. Wobei die, wie gesagt, sehr schnell kommen. Jetzt kriege ich bald wieder eins. Also alle 10 Minuten kommt da eins ran. Außenposten, das ist das, wovon ich gesprochen habe. Da kann man dann die feindlichen Spiele angreifen. Ja, das ist ein sehr cooles Spiel. Da würde ich euch auch gerne auf dem Laufenden halten. Speziell, vor allem, wenn wir gildenmäßig was gewuppt bekommen. Wir haben hier natürlich auch einen Chat. Yeah, bin am BC. Die ganze Sache war, wie gesagt, eher so unbekannt. Jetzt ist es sicherlich ein bisschen bekannter geworden, dass wir da was am Laufen haben. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr einfach in die Dummbabbler-Gilde kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.